HT1 wird Ihnen präsentiert von der Trachtenwichtelstube. Größte Trachtenvielfalt für jeden Anlass. Und der Countdown zum großen Jubiläum beginnt. Assista leistet seit Jahrzehnten Pionierarbeit und setzt neue Impulse im Bereich der Begleitung von Menschen mit Behinderung und Inklusion. Und tut das auch, wenn es darum geht, den 50. Geburtstag zu begehen. Dieser findet zwar erst 2028 statt, die Feiern beginnen aber schon jetzt. Zeichen erkennen, Impulse setzen, Herausforderungen annehmen, so der Titel der Auftaktveranstaltung. Ja, wir schauen natürlich auch von der Vergangenheit her, was haben wir gelernt, was sind unsere Erfahrungswerte. Das ist ganz wichtig, dass wir jetzt gut diese Themen neu bewerten in dem neuen Zusammenhang und wollen natürlich auch Zukunftsaspekte und Zukunftsideen entwickeln, wie wir das Thema Pflegefachkräfte zukünftig bewältigen können. Das heißt, der Fachkräftemangel ist natürlich spürbar und da müssen wir immer wieder auch versuchen, ausreichend Personal zu bekommen. Als erfahrener Gesamtanbieter ist die Assista Soziale Dienste GmbH mit Hauptsitz in Altenhof seit mehr als 45 Jahren spezialisiert auf die Bedürfnisse von rund 350 Menschen mit körperlichen und oder neurologisch bedingten Beeinträchtigungen. Die wichtigsten Errungenschaften sind die, dass wir neue Wohnformen ins Leben gerufen haben. Zum Beispiel die Casa in Linz ist eine Wohnform, die es in der Vergangenheit noch nicht gegeben hat und viele andere Träger dann auf diesen Zug aufgesprungen sind. Jetzt haben wir geplant begleitetes Wohnen in Galsbach. Das ist für die Personengruppe für Menschen mit erworbenen Hirnschädigungen. Das heißt, es soll dort eine kleine Wohngruppe entstehen für 6 Personen und 3 ambulante Reha-Plätze eben für diesen Personenkreis. Assista bietet an 6 Standorten in Oberösterreich ein breites Spektrum an Leistungen. Individuelle Pflege und verlässliche Assistenz, professionelle Angebote für Therapie, mobile Betreuung und Hilfe sowie sinnstiftende Beschäftigung, maßgeschneidert an die persönlichen Bedürfnisse der Klienten. Und ich glaube, dass Assista eine enorme Entwicklung einfach gemacht hat, weil ich denke mal, man hat einfach vor einigen Dekaden eher darüber nachgedacht, wie kann ich Menschen mit Behinderungen zusammengefaltet irgendwo ganz gut unterbringen und versorgen, weil ich meine, es ist jetzt ja auch die Örtlichkeit wunderschön, aber es ist auch durchaus in der Arschicht, sagen wir es einmal so, es ist jetzt nicht im urbanen Raum und es hat sich, glaube ich, sehr viel verändert, einfach auch in dem, wie man sozusagen auch rausgeht und ich glaube, dass das einfach auch etwas ist, wo man sehr stark sieht, dass sozusagen sie auch ein Träger anhand der Bedarfe, die die Menschen haben, einfach auch weiterentwickelt. Während des Jubiläums-Countdown entsteht über die nächsten 4 Jahre eine einzigartige interaktive Chronik. Assista geht auch bei der Erstellung der 50-Jahr-Chronik neue Wege und setzt neue Maßstäbe. Klientinnen, Klienten, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Wegbegleiter, Zeitzeugen, alle befüllen jetzt schon eine Website mit ihren Erinnerungen. Es werden Medien, Berichte und alles Mögliche da drinnen sein, der letzten 5 Jahrzehnte. Und dann gibt es eine Chronik in Buchform, wo aber auch über QR-Code all diese Inhalte, diese lebendigen Inhalte abrufbar sind. Und das wird sicher eine großartige Sache und eine einzigartige Sache. Fast 50 Jahre Assista, das etwas andere Jubiläum. Der Everdinger Michael Pitroff wurde mit dem goldenen Verdienstzeichen des Chorverbandes Oberösterreich ausgezeichnet. Der Präsident des Oberösterreichischen Chorverbandes, Harald Wurmsdobler, überreichte die Auszeichnung kürzlich im Rahmen einer Chorprobe des David-Chors in Everding. Als erste Gratulanten stellten sich Chorleiter Anton Rheintaler und Obfrau Ursula Millicher ein. Entspannung und Wellness erfreuen sich auch in diesem Jahr großer Beliebtheit. Die Eurothermen mit Ressorts in Bad Ischl, Bad Schallerbach und Bad Hall freuen sich über den 1-millionsten Gast im Jahr 2024. Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Markus Achleitner und Eurothermen-Geschäftsführer Patrick Hochhauser gratulierten persönlich.
Mit den Eurothermen haben wir in Oberösterreich drei ganz hervorragende Thermenressorts, die sich sowohl bei Einheimischen als auch bei unseren Gästen größter Beliebtheit erfreuen. Sie sind aus der Freizeitgestaltung im Land nicht wegzudenken, freut sich Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Markus Achleitner. Tuber Grieskirchen. Essen, trinken, fröhlich sein. Kulinarischer Herbst 2024. Wildwochen vom 10. Oktober bis 1. November. Ente und Gans vom 9. bis 24. November. Jetzt Weihnachtsfeier reservieren für 10 bis 500 Personen. Neu, Tannerfieder Arbeitszeitmodell. Das heißt, unsere Mitarbeiter haben 26 verlängerte Wochenende pro Jahr. Meine Freundin hat oft Homeoffice, dann verbringen wir meistens schon Freitag ein wenig gemeinsam, ich kann kochen für sie. Ja, und in Gesprächen hat sich da herauskristallisiert, dass halt ein bisschen mehr Freizeit genau das Richtige wäre. Weil ich jetzt in der Natur bin, ich habe dann im Kopf viel mehr frei und kann mich halt dann mehr auf die Arbeit konzentrieren. Und es ist auch voll schön, dass wir da trotzdem so ein Vertrauen einfach kriegen, weil es muss einfach das Miteinander auch passen. Der große Aufwand, den der UVB Hinzenbach für die Durchführung des FIS Sommer Grand Prix wieder einmal betrieben hat und der Einsatz für die Errichtung des neuen Springerdorfs wurden reich belohnt. Beim 13. Sommer Grand Prix in der Energie AG bedankten sich die ÖSV Adler mit einem Heimsieg, einem zweiten und zwei dritten Plätzen. Kim Heer, O-Zapfdes. Mit der JW Wiesen in der Pilsnerei gelang der jungen Wirtschaft Grieskirchen ein neues Format im Veranstaltungskalender. Wir haben ja die letzten Jahre immer das Sommerfest gehabt und heuer haben wir gesagt, probieren wir JW Wiesen im Oktober als Abschluss für ein sehr erfolgreiches Jahr bei der jungen Wirtschaft in Grieskirchen. Erfolgreich war auch Dominik Altreiter. Der Bieranstich war für ihn eine Premiere. Das fällt dann wohl in die Kategorie Anfängerglück. Ich habe schon die Sorge gehabt, dass viele Leute heute nass werden oder dass kein Bier mehr fließt. Aber es hat Gott sei Dank mit wenigen Schlägen funktioniert und somit steht am launigen Abend nichts im Wege. Für die richtige Oktoberfeststimmung sorgt die Blasmusikgruppe Hopfenbrass. Als junge Wirtschaft Grieskirchen versuchen wir, dass wir einfach tolle Veranstaltungen machen, dass die Leute zusammenkommen, dass sie gerne ratschen miteinander, dass wir netzwerken können. Es sind super viele trachtige Leute unterwegs, das war ja auch unser Wunsch. Und wir haben einen super coolen Bieranstich gehabt, der auf jeden Fall. Und wir hoffen, es wird die Tanzfläche dann nur eröffnet. Also die JW-Wiesen in Grieskirchen kamen Oktoberfest in München alle mal mithalten, weil das sind junge, motivierte Unternehmer, eine geile Location, ein super Bier mitten in Grieskirchen, ein Traum, das kann München gar nicht bieten. Richtig, denn anders als auf dem Münchner Oktoberfest, wo Händel und Haxen serviert werden, gab's in Grieskirchen ganz traditionell saftige Burger aus dem Hause Gauchos del Gusto. Was die JW Wiesen aber mit dem Original gemeinsam hat, ist die Wahl der Bierkönigin und des Bierkönigs. Richtige Taktik habe ich eigentlich keine gehabt, das war die pure Sturheit, weil ich mir gedacht habe, ich will das jetzt gewinnen und war so stur, dass ich wirklich so lange durchgehalten habe und das gewonnen habe. Auch zukünftig gibt's bei der jungen Wirtschaft wieder jede Menge tolle Veranstaltungen. Es wird wieder Stammtische geben, es gibt eine Startup-Night wieder. Das Oktoberfest, glaube ich, hat sich bewährt, das werden wir nächstes Jahr wieder machen. Oberösterreichweit haben wir zum Beispiel jetzt dann unsere größte Veranstaltung, die Lange Nacht der jungen Unternehmen. Da haben wir tolle Keynote-Speaker, Förderlaunches, Workshops geplant und natürlich zum Abschluss dann auch dementsprechend einen schönen Ausklang gemeinsam. Na dann, Prost! Kim Heer, O-Zapfdis auf der JW Wiesen in Grieskirchen, auch im nächsten Jahr wieder. Sie sind das kulinarische Wahrzeichen in und über Österreich hinaus. Knödel in all ihren vielfältigen Varianten und Geschmäckern. Jetzt wurde ein neues Knödelkochbuch mit Rezeptschätzen aus der österreichischen Knödelkultur vorgestellt. Für Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Markus Achleitner ist das Kochbuch mit dem Titel Knödelreich ein wichtiger Impuls, den Knödelschatz in die Gegenwart und Zukunft zu tragen und somit zum Erhalt und zur Weiterentwicklung der heimischen Genusskultur beizutragen, wie er im Rahmen der Buchpräsentation betonte.
Als Autorinnen für Knödelreich verantwortlich zeichnen Magdalena Wieser, Leiterin der Bibliothek der Oberösterreichischen Landeskultur GmbH, Katharina Seiser, renommierte Kochbuchautorin, und Elisabeth Grabmier, Haubenköchin in der Waldschenke Griskirchen. Seit 1. Oktober 2024 ist das neue McDonald's-Restaurant in Schlüsselberg für seine Gäste geöffnet. Das Restaurant im Handelspark 11 ist neben dem Standort in Traun das zweite McDonald's-Restaurant von Franchise-Nehmer und Gastgeber Konstantin Schemberer und schafft rund 40 neue Arbeitsplätze in der Region. Sei dabei und feiere mit uns am Freitag, den 18. Oktober, bei der Ü30-Party in der Frieda. Freue dich auf großartige Musik, leckere Drinks und eine unvergessliche Nacht. Am Samstag, den 19. Oktober, steigt die große Jägermeister-Party. Voller Spaß und Action. Einlass ab 18 Jahren. Unter dem Motto Informatik zum Ausprobieren und Anfassen findet am 18. Oktober von 14 bis 18 Uhr im Griskirchner Schulzentrum Parzer Schulstraße 1 der Tag der offenen Tür statt. Schüler und Eltern können sich über vielfältige Angebote in den Ausbildungszweigen Informatik und Medizininformatik informieren. Neun Mietwohnungen mit Kaufoption nach 10 Jahren wurden von Robert Oberleitner, dem Geschäftsführer der Neuen Heimat Oberösterreich, im Beisein von Wolfgang Klinger in Neukirchen am Walde den neuen Mietern übergeben. Ich freue mich für die neuen Mieter, die bald hier einziehen dürfen. Dieses Mietkaufmodell macht es leichter, sich ein Eigenheim zu finanzieren, so Klinger, der als Vertretung für Wohnbau-Landesrat Dr. Manfred Heimbuchner dabei sein durfte. Wie wir uns die Zukunft zurückholen, so der Titel von Rudi Anschobers neuem Buch. Beim Energiestammtisch in Schlüsselberg sprach der ehemalige Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz über Beweggründe und Inhalte seines neuesten Werks. Ich habe jetzt ein Jahr dran an diesem Buch gearbeitet und in dieser Arbeit habe ich mir einfach sehr genau die Situation in Australien, in China, in den USA angeschaut, in anderen europäischen Ländern und habe gemerkt, dass die Lage eigentlich viel erfreulicher ist, als wir immer glauben. Im Buch geht es darum, eben die positiven Entwicklungen sichtbar zu machen und herzuzeigen, dass die Klimawende eine gute Zukunft ist. Der Energiestammtisch ist schon seit über 30 Jahren ein Ort des nachhaltigen Denkens. Auch von diesem Vortrag konnte sich jeder Besucher ein Stück weit inspirieren lassen. Dass er sagt, wir müssen uns verändern, dann kann man zur guten Zukunft und nicht alles wird schlecht, alles wird kann besser werden. Es wird das, was wir daraus machen. Wie er erzählt hat, wie er die Energiewende lebt selber und wo es Möglichkeiten gibt, dass man selber auch da sich inspirieren lässt und selber auch Wege findet, wo man selber die Energiewende leben kann. Auch das, was das Beispiel Paris, wo man versucht hat, aus der Not eine Lösung zu finden, die man scheinbar nicht möglich ist. Aber nur, weil man halt an einen Traum denkt, hat man das verwirklicht. Und eben auch schon die Hoffnung, dass die Gesellschaft wirklich weiter ist als die Politik, weil da haben wir ja vielleicht in der nächsten Zeit nicht so viel zu erwarten, jetzt, was aber der Rudi gesagt hat, wo jetzt angeschoben wird und halt gebremst wird. Da wünsche ich mir halt, dass wirklich die Gesellschaft wirklich weiter ist, als die Politik die Rahmenbedingungen schafft. Ne? Mir ist sehr gefreut, dass der Rudi Anschober nicht so sehr auf negative Fakten, sondern auf positives Empowerment sozusagen auswählt. Dass man sagt, es ist nicht verloren, wir haben Chancen, wir müssen uns anstrengen, aber es ist nichts verloren. Also wir können alles retten und ein gutes Leben erreichen. Für Rudi Anschober gibt es nur eine Möglichkeit, die Zukunft positiv zu verändern, und zwar mit Hoffnung. Ich glaube, wenn wir Hoffnung haben und wenn wir daran glauben, dass wir die Zukunft tatsächlich in die Hand nehmen können, dann wird uns das auch gelingen. Wer keine Hoffnung hat, der tut es nicht, der handelt nicht. Wer Hoffnung hat, der handelt und der leistet einen Beitrag. Und wenn wir das gemeinsam machen, so wie hier, Energiestammtisch ist tatsächlich ein Modell dafür, wie es funktionieren kann. Also es geht darum, nicht nur über Katastrophen zu reden, sondern auch über die Erfolge, über das Positive, über die Chancen, die da sind. Am letzten Energiestammtisch unter seiner Leitung verlieh Sepp Malzer die Auszeichnung Ökologierat an Rudi Anschober. Solange ihn kein hat, er für mich mehr aus der Seele gesprochen. Und
Heute habe ich die Gelegenheit genutzt. Mittlerweile ist der Energiestammtisch in Schlüsselberg schon zu einer wichtigen Institution geworden. Die Leute fragen mich auch, wenn auf der Straße, wann ist der Nächste? Es hört nie auf, die Themen bleiben. Jetzt sind halt andere Fragen, die man, ne? Wie ist die Förderung, was kann ich? Es geht weiter. Eigentlich sollte es nicht aufhören, weil hier hörst du auch andere Meinungen, hier hörst du auch Meinungen, dass Holz was Gutes ist, Holz wird ja leider verteufelt. Das ist eine Initialzündung für eigene Wege, dass man da wieder Inspirationen kriegt, dass man selber auch was in die Richtung unternimmt. Es waren sehr viele Interessierte und es ist immer mehr geworden und die, was alle Alternativen gesucht haben oder Verbesserungen also für Energie und so. Man muss sich vorstellen, das ist heute der 317. Energiestammtisch. Das ist ja unfassbar, was die Leute an Ausdauer gehabt haben, an Engagement gehabt haben. Und wenn sie diese Idee des Energiestammtisches verbreitet, und die werde ich jetzt mitnehmen auf meine Lesereise und auch darüber überall berichten. Ich habe jeden Abend eine Lesung irgendwo in Österreich. Und dann, glaube ich, kann dieser Energiestammtisch hier auch Schule machen, zu einem Modell werden, wie es funktionieren kann. Der Höhepunkt des Ausflugs der Seniorenbund-Ortsgruppe St. Marienkirchen an der Polsenz in die Bundeshauptstadt Wien war der Besuch des Parlaments. Während einer Führung durch das Haus des Volkes erhielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wertvolle Hintergrundinformationen über das renovierte Gebäude und konnten ihr Wissen über die Demokratie vertiefen. Ein weiterer Höhepunkt des Tages war das anschließende Treffen mit dem Landesgeschäftsführer des Oberösterreichischen Seniorenbundes, Franz Ebner, der aktuell Präsident des Bundesrates ist. Bei dieser Möglichkeit gab Ebner Einblicke in die Arbeit eines Abgeordneten und in seine Arbeit als Präsident. Echt cool, deine Lehre beim Land. Starte jetzt deine Ausbildung in über 20 Lehrberufen. Wo du bist, sind wir auch. Wohnortnahe Lehrstellen in ganz Oberösterreich. Sende deine Bewerbung bis spätestens 18. Oktober an karriere@ooe.gv.at oder bewirb dich online. Österreichs Leitmesse für Campingfans. Der Caravansalon Austria. Vom 16. bis 20. Oktober in der Messe Wels. Mit neuesten Caravans, Reisemobile und Zubehör. Perfekt auch für Einsteiger. Plus Vanlife und Adventure Specials. Sowie große Gebrauchtwagenausstellung junger Freizeitfahrzeuge. Caravan-Wels.at. Die Oberösterreicherin. Das Magazin, in dem Gesellschaft zum Ereignis wird. Wer kommt auf das Cover der Oberösterreicherin? Vote jetzt für deine Favoritin auf dieoberösterreicherin.at. Powered by Modehaus Stöcker. Die Oberösterreicherin. Jetzt im Zeitschriftenhandel. Geschichte und Politik erlebbar machen. Parlament on Tour geht seit Jänner 2023 auf Reisen durch alle neuen Bundesländer. Die interaktive Wanderausstellung informiert über Demokratie, Gesetzgebung und Parlamentarismus. Da geht es um Demokratievermittlung, Demokratiebildung. Die machen wir einerseits im Parlament, aber auch mit dem Format Parlament on Tour, wo die Demokratievermittlung dann vor Ort in den Bundesländern, in größeren Städten passiert und wo sich Bürgerinnen und Bürger über die Demokratie entsprechend informieren können. Vieles, was lange gut funktioniert, geht in der Selbstverständlichkeit auf oder unter. Genauso ist es mit der Demokratie und den Prozessen. Wir sind nach wie vor die viert erfolgreichste Volkswirtschaft der EU-27. Das heißt, alles das, was wir uns erarbeitet haben, haben wir auf demokratischen Prozessen aufgebaut. Das heißt, wir möchten, dass da auch in dieser Qualität weitergetragen und weitergelebt wird. Das ist wesentlich, dass wir unsere jungen Menschen sehr rasch mit dieser Basis auch in Verbindung bringen. Nach der Tour durch die Landeshauptstädte macht die kompakte aus drei Container bestehende Ausstellung nun Station in den jeweils zweitgrößten Städten. Seit 5. Oktober steht sie deshalb am Welser Minoritenplatz. Es informiert über die
Gesetzgebungsorgane, über den Nationalrat, über den Bundesrat, über verschiedene Möglichkeiten der Beteiligung. Ich denke, das ist für die Bürgerinnen und Bürger, vor allem aber für die Jugendlichen, ganz, ganz wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass viele wissen, wo das Parlament steht, das ist noch richtig, vielleicht auch der Landtag in Oberösterreich, aber wie da in diesen Häusern zu Lösungen gefunden wird, das ist das Wesentliche in der Demokratie. Das heißt, der Kompromiss ist eigentlich das Beste, das man erzielen kann, und das kann man auf spielerische Weise hier bei Parlament on Tour auch kennenlernen. Die Gestaltung legt großen Wert darauf, die Inhalte selbsterklärend und medial vielfältig zu präsentieren. Gleich am Eröffnungstag nutzten zahlreiche Schülerinnen und Schüler die Chance, die Wanderausstellung zu besuchen. Aber auch die Schulen von draußen kommen hoffentlich herein und schauen sich einfach an, wie das funktioniert. Das ist ein tolles Angebot. Für die Jungen ist es deswegen so wichtig, weil es früh notwendig ist, dass auch Schülerinnen und Schüler mit dem Parlamentarismus in Kontakt kommen. Immerhin ist es einer der Säulen unserer Demokratie. Und die Aufgaben des Parlaments sind ja sehr vielfältig. Und all diese Aufgaben zu erfassen und auch zu sehen, dass diese Institution funktioniert, das halte ich für extrem wichtig, gerade in diesem Alter. Noch bis 20. Oktober ist die Ausstellung täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Die Tech-Masters-Gruppe mit Sitz in Kallham und Wels geht in die Offensive. Das eigentümergeführte Unternehmen hat eine italienische Firma gekauft und investiert 5 Millionen Euro in einen Neubau in Deutschland. Auch in Österreich und den Benelux-Staaten stehen die Zeichen auf Expansion. Die Tech-Masters-Gruppe gehört zur österreichischen Dachmarke Kando und ist auf hochwertige Produkte für die Bereiche Wartung, Reparatur und Instandhaltung spezialisiert. Nach dem Rekordumsatz von 40 Millionen Euro im Vorjahr setzt das Unternehmen aus Oberösterreich die nächsten Expansionsschritte. Beim Ortsparteitag der Freiheitlichen in Weibern wurde Christoph Waldenberger zum neuen Obmann gewählt. Seine Vorgängerin Sarah Bauer-Oberhumer rückt in die zweite Reihe und wird Waldenberger gemeinsam mit Bastian Oberhumer als Stellvertreter tatkräftig unterstützen. Volles Haus im Hotel Gasthof Danzer in Aspach. Grund dafür die Bezirksherbsttagung der Landjugend Braunau. Auf dem Programm stand etwa wieder der Jahresrückblick, Ehrungen, Neuwahlen des Bezirksvorstandes sowie die Vorstellung des neuen Jahresprogramms. Und dieses bietet wieder jede Menge Vielfalt. Angefangen vom Adventkranzbinden bis hin zum Obstbaumschnittkurs. Dann haben wir noch einen Rinderzellekurs. Dann haben wir Sushi-Kurs. Und da ist halt wirklich alles dabei. Also egal, ob für Mann oder Frau, es ist ein vielfältiges Programm. Und da können wir wirklich stolz drauf sein, weil in Oberösterreich sind wir, glaube ich, einer von den besten Bezirken, die so viel am Bildungsprogramm anbieten. Wir haben 6 Schwerpunkte. Da ist alles dabei. Es ist nicht nur für die landwirtschaftlichen Leute. Wir sind ungefähr 50-50, was das betrifft. Also 50 Leute kommen von der Landwirtschaft, 50 nicht. Und von daher ist das Angebot natürlich, man hat es ja schon gesehen, Bildungsprogramm. Es geht durchs ganze Jahr. Von Allgemeinwissen über wirklich Selbstpersönlichkeitsbildung, da ist alles dabei. In den 50er Jahren gegründet, lagen die Arbeitsschwerpunkte des damaligen ländlichen Fortbildungswerkes noch klar in der fachlichen Weiterbildung der bäuerlichen Jugend. Hat sich dann aber relativ schnell weiterentwickelt in verschiedene Bereiche. Es ist dann Allgemeinbildung zum Beispiel dazugekommen, es ist Sport, Gesellschaft ganz viel dazugekommen. Und die Landjugend hat sich dann auch in die 80er Jahre geöffnet, dass nicht nur die bäuerliche Jugend teilnehmen darf, sondern auch jeder vom ländlichen Raum dabei sein darf. Wichtigste Voraussetzung dabei, Spaß an der Gemeinschaft. Natürlich sind landwirtschaftliche Bewerbe im Vordergrund, aber auch Spaßbewerbe wie ein Quizrally, wie ein Vierercup sind auch da, wo man sein Wissen beweisen kann. Das trägt alles dazu bei, dass man Gemeinschaft gibt bei der Landjugend. Die Landjugend ist in vielen Gemeinden aus dem Vereinsleben gar nicht mehr wegzudenken. Meine Schwester war auch schon voll aktiv bei der Landjugend und das habe ich schon über ein Glas gefunden, was die da gemacht haben. Und dann habe ich mir das angeschaut, haben sie mich gleich voll aufgenommen und seither nutze ich jede Gelegenheit, dass ich bei der Gemeinschaft dabei bin.
Bei den Bewerben, da könnte man von Bezirk dann zum Land. Ich bin ja beim Bundesentscheid Marschall auf dabei gewesen und es sind einfach geile Erfahrungen. Und jeder sagt, Alter, Landjugend ist einfach das Beste, was du dabei sein kannst. Heute zählt die Landjugend zu den größten Jugendorganisationen im ländlichen Raum. Bei angenehmem Herbstwetter hieß es für über 200 Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schärding Schiff Ahoi. Der diesjährige Ausflug der älteren Schärdingerinnen und Schärdinger führte die Teilnehmenden auf eine Reise durch die malerische Natur des unteren Inns zwischen der charmanten Stadt Schärding und der Dreiflüsse-Stadt Passau. Was gibt es Neues in der Wohnwelt Meier? Hier eine neue Essgruppe mit drei verschiedenen Stoffen. Und was ist das Besondere dran? Ja, hier der Samt mit der Pfeifensteppung ist mal ganz was anderes. Schön wohnen kann so schön sein. Besuchen Sie uns in der Wohnwelt Meier. Echt cool, deine Lehre beim Land. Starte jetzt deine Ausbildung in über 20 Lehrberufen. Wo du bist, sind wir auch. Wohnortnahe Lehrstellen in ganz Oberösterreich. Sende deine Bewerbung bis spätestens 18. Oktober an karriere@ooe.gv.at oder bewirb dich online. Im September wurde im Stadtentwicklungsforum das Ergebnis des zweijährigen Stadtentwicklungsprozesses Zukunft Ried öffentlich präsentiert. Politik und Verwaltung haben gemeinsam die Leitthemen und Leitziele des Zukunftsprofils vorgestellt, außerdem aus dem Nähkästchen geplaudert, was davon bereits in den Ausschüssen bearbeitet und umgesetzt wird. Das Zukunftsprofil wird in den nächsten 10 bis 15 Jahren als Leitfaden für die Entwicklung Rieds dienen. Das Zukunftsprofil Ried entstand in einem Stadtentwicklungsprozess, in dem valide Daten aus Fachplanungen auf der einen Seite und Daten aus dem Bürgerbeteiligungsprozess Agenda Zukunft eingeflossen sind. Im Bereich der Fachplanungen wurden von externen Experten das Mobilitätskonzept, die Stadtklimaanalyse inklusive Umsetzungskonzept, die Schadstoffbelastung, die Klimabilanz, die Sozialraumanalyse, das Handlungsprofil Jugend und die kommunale Klimastrategie erarbeitet und den Bürgern zur Verfügung gestellt. Im Agenda-Prozess wurde gemeinsam von Zivilgesellschaft, Politik, Verwaltung, Wirtschaft und anderen Stakeholdern, unterstützt vom Regionalmanagement Oberösterreich, dem Büro für partizipative Regionalentwicklung Raumsinn und dem Büro für partizipative Prozessbegleitung Loop 3 unter Bedachtnahme auf die Ergebnisse der Fachplanungen das Zukunftsprofil erarbeitet und im Dezember 2023 im Gemeinderat beschlossen. Und sich kürzlich gemeinsam mit den Altbürgermeistern zu einer Konferenz mit zahlreichen Ehrengästen. Seniorenbund-Bezirksobmann Johann Schweiberer konnte im Helpfauer Hof in Uttendorf neben den zahlreichen Funktionärinnen und Funktionären auch eine Reihe an Ehrengästen begrüßen. So kamen der Präsident des Bundesrates, Franz Ebner, Landtagspräsident Max Hiegelsberger, ÖVP-Bezirksparteiobmann Klaus Mühlbacher, Nationalrätin Andrea Holzner und knapp 20 ehemalige Bürgermeister aus dem Bezirk zur Konferenz. Im September fand der Gemeindeparteitag der OÖVP Aurolz Münster statt. Nach 6 erfolgreichen Jahren übergab Herbert Hötzeneder die Leitung der Ortspartei an Stefan Tischler. Diese Übergabe markiert nicht nur einen Wechsel an der Spitze, sondern auch eine Verjüngung des gesamten Teams, das jedoch weiterhin auf die wertvolle Expertise langjähriger Funktionäre setzt. Mit einem breit aufgestellten Team zeigt sich die OÖVP Aurolz Münster bereits jetzt gut gerüstet für die Gemeinderatswahl im Jahr 2027. Rund 40 Gäste nahmen an der Veranstaltung teil, darunter zahlreiche Unterstützer und Interessierte aus der Region. Auch wenn die Stimmung gut zu sein scheint, die Zeiten für Unternehmer sind herausfordernder denn je. Dies wurde auch beim diesjährigen Wirtschaftsempfang der WKO Braunau deutlich. Seit der Corona-Zeit kommt eine Krise nach der anderen mit heftigen Ausschlägen, aber Mut
Zuversicht, der Fleiß und immer so der Blick nach vor, ich glaube, ist so das Vereinende für unsere Unternehmerinnen. Also wir müssen schauen, zusammenrücken, Netzwerke bilden, natürlich in Allianzen natürlich stärker arbeiten. Und ich glaube, das haben wir in der Vergangenheit sehr gut bewiesen und das ist jetzt natürlich auch gerade in der Situation essentiell wichtig. Das heißt, da sind die Banken genauso drinnen, das sind die Behörden, das sind die Mitarbeiter, die Unternehmen und wir müssen natürlich jetzt da lösungsorientiert arbeiten. Und so hat jedes Unternehmen seine eigene Strategie, durch die Krise zu kommen. Bei uns ist die Kaufzurückhaltung zu spüren, vor allem im deutschen und österreichischen Markt, was unsere Hauptmärkte sind. Aber wir lassen uns nicht kleinkriegen und versuchen natürlich, dass wir da auf Internationalisierung und auf Digitalisierung setzen und somit einen nächsten Wachstumsschub schaffen. Das einzige Wichtige ist dabei, man darf ja nicht die Marktanteile verlieren, Marktanteile dazugewinnen, das kann man machen. Aber wenn einfach nicht mehr da ist, ist nicht da und da kannst du Werbung machen, da verlierst du nur Geld damit. Also natürlich beschäftigt uns die deutsche Automobilindustrie, die hat eine harte Zeit vor sich und auch schon hinter sich und da müssen wir halt schauen als Betrieb, dass wir innovativer sind wie unsere Mitbewerber, dass wir da halt trotzdem bestehen können und dass wir mit innovativen Lösungen besser performen wie der Gesamtmarkt. Darüber hinaus gilt es weiterhin, ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Durch Instagram, Facebook, wir tragen voll viel nach außen und das zieht halt schon junge Leute an. Videos schneiden und so, also das ist wirklich, das gehört dazu wie die Schere mittlerweile und das ist halt für die jungen Leute auch voll cool, wenn man mit der Zeit geht und das geht eigentlich gar nicht mehr ohne. Doch was braucht es in stürmischen Zeiten wie diesen jetzt besonders? Entlastung für die Betriebe heißt steuerliche Entlastung, Abgabenentlastung, aber vor allem Dingen Bürokratieentlastung. Es braucht das Thema Anschub im Sinne von Investitionsförderung, eine Investitionsprämie, einfach um wieder Schwung reinzubringen, sozusagen als Turbo. Forschungsprämie wäre gut, Innovationen, wir brauchen die Produkte von morgen für morgen. Auch da ist viel zu tun und da ist ein Potenzial drinnen. Und auch wenn die See noch etwas länger rau sein wird, so gibt es dennoch Licht am Horizont. Ich denke, letztendlich werden wir nächstes Jahr um diese Jahreszeit schon einen zarten Aufschwung spüren. Und ich glaube, das ist das einzige Optimistische, was man derzeit sagen kann. Vielleicht überrascht die Politik auch positiv in dem Sinne, dass wir eine doch schnelle Regierungsbildung bekommen, die dann einen wirtschaftsfreundlichen und angebotsstandortfreundlichen Impuls setzt. Und bis dahin heißt es, nicht den Mut verlieren und sich gegenseitig unterstützen. Hünhards Faustballer haben die Herbstsaison in der ersten Bundesliga mit 2 Niederlagen beendet. Die Innviertler mussten sich Freistadt mit 1:3 und Gastgeber Enns mit 0:3 geschlagen geben. Damit schlossen die Hünharter auf Rang 7 der Tabelle ab und müssen im Frühjahr ins Aufstiegsplayoff, in dem es gegen die Top-Teams der zweiten Bundesliga um den Verbleib in der ersten Bundesliga geht. Mehr Platz und mehr Sicherheit für Betroffene bietet das neue Frauenhaus in Ried. Frauenreferentin Christine Haberlander bringt es auf den Punkt, Gewalt an Frauen ist eine der hässlichsten Seiten unserer Gesellschaft. Mit dem Neubau des Frauenhauses in Ried setzen wir einen weiteren wichtigen Schritt, um unser Schutznetz für Frauen und Kinder zu stärken. Dieses moderne Haus bietet nicht nur Schutz, sondern auch die nötige Unterstützung für einen Neuanfang in Sicherheit und Würde. Wir zeigen damit, auf Oberösterreich ist Verlass, auch in schwierigen Zeiten. Das neue Frauenhaus bietet 18 Wohnplätze, davon 6 Plätze für Frauen und 12 für Kinder. Jede Wohnheit ist funktional ausgestattet und kann bei Bedarf um zusätzliche Räume für Kinder erweitert werden. Die denken an jeden und all jene, die auf mei. Diesmal schon ich weiß, ob Jesus wird sein. Nur wenn wir so weiter tun und alles verbauen, werden die Leute ohne Seezugang durch Klinge schauen. Eine Initiative des Oberösterreichischen Umwelt- und Klimalandesrates. Du planst ein Event und möchtest, dass es darüber eine Reportage im Fernsehmagazin für das Innviertel und den Hausruck gibt? Dann bist du bei uns genau richtig. Egal ob ein Konzert, eine Messe, eine Sportveranstaltung oder eine Charity-Aktion, wir machen dein Event zum Gesprächsthema. Na, wäre das was für dich? Dann melde dich einfach bei uns und wir besprechen weitere Details. Wir freuen uns auf dich. Thank you.
Zweifelsohne das Highlight im Kulturkalender des Stiftes Reichersberg, das Konzert mit dem Bruckner Orchester Linz. An diesem besonderen Abend wurden gleich zwei Jubiläen gefeiert. 940 Jahre Stift Reichersberg, der 200. Geburtstag von Anton Bruckner. Diese beiden Ereignisse treffen sich heute am Stiftertag unseres Klosters. Was gibt es Schöneres? Ein wunderbarer Abend, den wir erwarten. Natürlich ein Highlight im Brucknerjahr. Sind wir stolz, dass im Stift Reichersberg da sind. Die Qualität der Musik und des Orchesters spricht für sich und da kommen aus dem ganzen Innviertel auch die Leute zu uns. Auf dem Programm stand die 4. Sinfonie mit dem Beinamen Die Romantische. Diese ist neben der 7. die wohl beliebteste Sinfonie von Anton Bruckner. Man hat die Passagen erkannt wieder, wo er in Moll, in Dur übergegangen ist und wo auch seine Geschichte letztendlich in Musik abgebildet wurde. Es hat mir sehr gut gefallen. Und zwar war ich ganz begeistert, wie der Klang von dem Orchester in dem Kirchenraum zu empfinden war. Das war ganz fantastisch. Kann man sich nicht mehr wünschen. Himmlisch. Was sich himmlisch anhörte, war mit viel Gespür verbunden. Man muss oft auch bei den Tempi, die man vielleicht im Probenlokal oder beim Probensaal in Linz probt, muss man doch nochmal nachschärfen und wahrscheinlich ein paar Stellen langsamer machen, weil doch der Nachhall, es klingt zwar wahnsinnig schön, aber es kann eine große Herausforderung gerade in den schnellen Sätzen werden. Im feierlichen Rahmen des Vinzenzfestes, das zu Ehren des heiligen Vinzenz von Paul, dem Ordensgründer der Barmherzigen Schwestern, stattfindet, wurden heuer 44 langjährige Mitarbeiter geehrt. Die Jubilare, die bereits seit 25, 30, 35 und sogar 40 Jahren im Krankenhaus tätig sind, erhielten ihre Auszeichnungen in der Krankenhauskapelle. In Summe leisteten die langjährigen Mitarbeiter beeindruckende 1260 Dienstjahre im Rieder Schwerpunktspital. Amtsübergabe bei Frau in der Wirtschaft Ried. Als langjährige Vorsitzende legte Doris Dimm-Knoglinger das Zepter der Bezirksvorsitzenden in die Hände von Katharina Anna Ecker und ihrem Team. Das Schöne ist, wenn man das jetzt übergibt und die Nachfolgerinnen kennt, dann kann man sich eigentlich sehr darüber freuen, dass drei so motivierte Damen nachfolgen und das übernehmen werden. Das neue Team hat da ganz viel vorbereitet, kann auf gutem Fundament aufbauen, das die Doris Dimm gelegt hat. Da können sie jetzt gut weiterarbeiten und sie haben ganz viele neue Ideen. Um das Engagement für die Mitglieder und die Region weiter zu verstärken, wurden vom neuen Team gleich drei zentrale Schwerpunkte festgelegt. Ein ganz großer Schwerpunkt wird Sichtbarkeit sein. Wir wollen Unternehmerinnen aus der Region und auch über die Region hinaus sichtbar machen und wollen eben die Vielfalt von den Unternehmerinnen aufzeigen. Also sprich von der Einzelunternehmerin bis zu Unternehmerinnen, die mehrere Mitarbeitende haben, verschiedene Branchen, auch vom Alter her wirklich querbeet. Es soll sich jede in unseren Themen dann wiederfinden. Als weiteren Schwerpunkt sehen wir das Thema Netzwerk. Frau in der Wirtschaft versteht sie nicht nur als Plattform zur beruflichen Vernetzung, sondern auch, um die Gemeinschaft zu stärken und den Austausch zu forcieren. Als dritten Schwerpunkt haben wir unsere Fokusthemen. Wir möchten mit unseren Veranstaltungen Unternehmerinnen praxisnah informieren und auf die Herausforderungen und Möglichkeiten der Zukunft vorbereiten. Bis 2029 stehen österreichweit 51.500 KMUs vor der Herausforderung, einen Nachfolger zu finden. Bei der Veranstaltung Ich bin Übernehmerin zwischen Tradition und Innovation, Unternehmensnachfolge im Innviertel, gab es praxisnahe Tipps zur Übergabe und Generationenwechsel. Die oberste Regel, wie so oft, ist die offene Kommunikation. Ehrlich sagen, was man sich wünscht, was man sich auch erwartet vom Übergeber. Und dann auch einen Plan aufstellen.
wie man denn zu dieser geplanten Struktur kommt und letztlich immer daran denken, dieser Plan ist nicht in Stein gemeißelt. Wenn man sich irgendwann nicht mehr wohlfühlt, dann ist es auch okay, den Plan nochmal abzuändern und anzupassen. Auch bei den zukünftigen Veranstaltungen werden Themen aufgegriffen, die Unternehmerinnen sowie Frauen allgemein betreffen und bewegen. Wir haben das Thema Gendermedizin. Ein ganz zentrales Thema ist auch Finanzbildung für Frauen und auch die Altersarmut ist ein großes Thema. Also wir wollen wirklich da Bewusstsein schaffen, wollen uns Expertinnen holen und da tolle Veranstaltungen abhalten. Fünf Bezirksfunktionäre und eine Landjugendprojektmitarbeiterin aus Oberösterreich nahmen das letzte halbe Jahr am Lehrgang für Landjugendspitzenfunktionäre der Landjugend Österreich teil. Nach drei intensiven Theoriemodulen, einem erfolgreich umgesetzten Projekt und der Erstellung eines ausführlichen Projekthandbuchs schlossen sie diesen bei den Abschlusspräsentationen in Geboldskirchen mit dem Auf-Zack-Zertifikat ab. Das Jahresthema Grenzgenial Landjugend International der Landjugend Oberösterreich nahm Sandra Neuländner, Bezirksfunktionärin aus Braunau, zum Anlass, das Bezirksprojekt Internationale Welten, regionale Wurzeln zu starten. Gemeinsam mit dem Bezirksvorstand wurden die unterschiedlichsten Ideen gesammelt und umgesetzt. Die SV Guntermatik Ried und der Deutsche Traditionsclub Schalke 04 werden Partnervereine. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit haben beide Vereine das Ziel, die Talentausbildung zu verbessern und neue Optionen für die Weiterentwicklung junger Spieler zu schaffen. Außerdem werden sich die Verantwortlichen beider Clubs in den Bereichen Scouting, Business Intelligence und Data eng miteinander austauschen.